Hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Falsche Fingerbewegung, aber gut. Ja, das ist jetzt das erste Video, erste Mal, dass wir nur ein Video die Woche haben. Aber ich habe euch dafür viel zu erzählen. Ja, also, ich bin doof. Naja, sagt man eigentlich nicht, aber ist halt gerade heute wirklich so. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin volle Kanne auf Werbung reingefallen, aber volle Kanüle. Ich habe diese Werbung hier bekommen und habe mir so gedacht, das klingt aber witzig. Der Code ist schon eingelöst. Aber ihr könnt trotzdem mal probieren, ob ihr ihn auch noch einlösen könnt. Ich meine, wenn ihr Interesse habt. Ich meine, ich teile. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da bestellt. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz unsere Adresse wegknibbeln, sonst funktioniert das nicht. Ich bin dann auf die Internetseite und habe mir die Sachen angeschaut. Habe zwei. Also, das darf man echt nicht. Also ein Wegknibbeln von Adressschildern bin ich echt grauenhaft. So, jetzt haben wir es. Ja, ich hab's. Noch nicht ganz. Entschuldigt, das ist eigentlich so ein Ding, was man vorher machen sollte, aber mir ist es gerade spontan so eingefallen. Ich dachte, ich öffne mein Paket. Ich habe mein Paket dann heute bekommen. Und da ist noch so ein Witz drin. Ja. Und dann habe ich da halt gedacht, ich habe es also schon geöffnet, aber ich habe halt noch nicht geguckt, was drin ist. Und dann dachte ich, ich gucke halt einfach mit euch zusammen, was drin ist. Und ja, da ist ja überall meine Adresse drauf. Also das ist ja... ja gut, ja. Also als erstes Mal habe ich hier einen Gutschein für HelloFresh. Für 5 Euro. 55 Euro. Wisst ihr was? Wer auch immer der Erste ist, der Interesse hat, hier, kannst du haben. Jetzt wäre es nett, wenn es scharf stellt. Das glaubt man jetzt wirklich nicht. Ja. Ist zu weit weg, also versuchen wir es jetzt. Jetzt könnte es klappen. Oh. Okay, ich sage ihn euch. A8158, dann kommt ein Strich 1031. Ich weiß nicht, aber ich versuch's noch einmal. Ja, da sind ja auch immer so klein gedruckt. Und ich möchte nicht, dass ihr da auf irgendwas. Ja, auf jeden Fall, ich hab's versucht. Aber den könnt ihr haben. So, damit habe ich den auch für mich weg. Dann habe ich den an euch rausgegeben, wenn irgendeiner Interesse daran hat. Dann habe ich umsonst für gratis, also. Was ja die Definition ist, aber hier Bowl-Gewürz bekommen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was eine Bowl ist, also. Aber vielleicht ist auch ein Rezept dabei. Nein. Aber ich kann es auf jeden Fall, glaube ich, nutzen, weil bei uns eine. Nein, Knoblauchraspeln. Weil meine Mutter verträgt leider keinen Knoblauch, aber gut. Dann habe ich hier noch ein Linsencurry. Gewürz. Auch einfach als Zulage für die erste Bestellung. Hm, die haben echt gute Haltbarkeiten bis 2024. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Ja, gut. Oh, dann hier Spice Up. Irgendwie sowas. Mit Kürbissen. Hier ist der Adventskalender drin. Über den bin ich drauf gekommen, weil ich habe einen Adventskalender gesucht und dann war ist das bei meinem Adventskalender dabei gewesen als Werbung. Tja, da habe ich es bestellt und ja. Ah, hier ist sogar ein Rezept. Zwei sogar. Wisst ihr was? Ich probiere es noch einmal. Ja, toll. Das Rezept geht natürlich, ne? Hier, das sind die zwei Rezepte. Ich muss meinen Finger...
falls ihr Interesse habt. Ich hoffe, ihr könnt ja einfach auf Pause drücken. Das ist der Vorteil an Videos. Ja, deswegen mag ich Videos so gerne. Ja. Und dann gibt es hier noch ein Gewinnspiel, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also das, glaube ich, behalte ich jetzt mal einfach. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das lösen soll. So. Das mit dem Flammkuchen probiere ich übrigens. Oh, als kleiner Infopunkt. Dann gibt es dazu hier Rechnung. Aber da meine Adresse drauf steht, nur verkehrt drum. Ja, und dann war bei mir so Mindestbestellwert und da habe ich mir hier ein Gewürz für Zimtbrötchen. Ich liebe Zimtbrötchen. Und da ist halt, ja, da ist Ceylon-Zimt, Sternanis, Nelke, Vanille und Kardamom und Muskatnuss dabei. Riecht, also ich weiß mir nicht sicher, aber ich glaube, es riecht nicht raus. Ich rieche da eher Kleber gerade von der Klebestelle. Und dann habe ich noch hier für Kürbiskuchenrezepte habe ich hier eins und ja. Naja, deswegen doch ein bisschen riecht man die Gewürze raus. Ah ja, und die sind hier so zugemacht. Ich kriege übrigens kein Geld für diese Sache, sondern ich muss auch ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von der Größe. Also es preislich echt gut, kann man nicht sagen, weil normalerweise zahlt man alleine für den Zimt schon 2 Euro irgendwas. Und ich habe jetzt für das da jeweils, glaube ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, vielleicht steht es in der Dingsten, nein, steht es natürlich nicht. Also entweder 4,99 Euro ausgegeben oder 5,99 Euro. Und normalerweise zahlt man für ein Gewürz allein so um die 1,99 Euro. Und dann und hier sind ja schon hier Zimt, Gemahl, Muskat, Nelke, Ingwer, Piment und Kardamom. Und hier ist ja auch, ist ja auch Zimt, Sternanis, Nelke, Vanille, Kardamom und Muskat. Also da sind mehrere drin. Und wenn die Qualität dann stimmt, das kann ich eigentlich auch dann ehrlich gesagt erst in ein paar Wochen oder so erzählen und mache ich dann auch. Ja, dann habe ich hier die Grüßungsbox. Die ist die Kennenlernbox. Da sind mehrere kleine Gewürzmischungen drin. Und ja, gucken wir mal an. Das sind halt wirklich so kleine Gewürzdinger. Das ist dann halt für einmal kochen voraussichtlich, außer man mag's. Hier ist der Pasta Allrounder. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber das ist jetzt bei mir halt drin. Dann ist hier der Gemüse Allrounder. Pizzagewürz. Hähnchengewürz. Als Vegetarier ein bisschen schwierig, aber okay. Curry Madras. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Bratkartoffelgewürz. Witzig, bin gerade dabei, meine gusseiserne Pfanne zu putzen, damit ich die wieder benutzen kann, damit für genau sowas. Hier haben wir Joghurt-Dressing-Mix. Stullen-Spice. Okay, keine Ahnung, was man damit macht, aber gut. Sweet Love. Für Desserts oder und Brotwürzmischung. Aber ist das jetzt für Stullen im Sinne, also für Stullen? Ich habe jetzt kurz an den Stollen gedacht, aber gut. Dann Sweet Love und zu guter Letzt das Rührei-Gewürz. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie die schmecken werden. Warum erzähle ich euch davon überhaupt und sowieso? Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht gewesen von der Größe von den Dingern. Also, dass das so kleine, handlich, aber eben ja, ein bisschen wenig. Und ich muss auch sagen, dass ich eben für mich persönlich finde, dass die etwas
Also, der Preis ist fair, aber ich finde es halt anno für sich trotzdem sehr teuer. Und ja, ich wollte halt einfach für alle die, die sich überlegen, ob sie auch da bestellen und eben auch nicht wissen, wie groß die Packungen sind und sowas, einfach mal ein Video drehen, wo ich zeige, wie groß die Packungen sind und wie viel man da überhaupt bekommt. Gut, das war alles für mein erstes Video. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal bestellt habt oder ob ihr von den Gewürzmischungen irgendeins kennt und mir vielleicht irgendwas empfehlen könnt, was ich als erstes probieren soll. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.richtenwald@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.